Deutsche Meisterschaft 2019. Beide fahren sie jetzt ein letztes Mal diese Strecke hinauf, ein letztes Mal in die Startschür und dann ein letztes Mal die Strecke herunter. Medaille steht im Schaufenster. Sie ist zum Greifen nahe für die beiden Sportlerinnen, für Johanna Andrik und Vanessa Leonie Silbermann. Der bessere Start vielleicht bei Johanna Andrik hier unten auf der Publikumsseite. Aber die Boote sind Spitze an Spitze, wie wir es erwartet haben. Es wird eine enge Kiste. Der Vorteil ist bei Andrik auf der 2. Aber Silbermann gibt sich nicht geschlagen. Die Fahrerin vom SC Magdeburg dort drüben bleibt dran und schiebt jetzt ihre Bootsspitze nochmal nach vorne und schiebt sie vorbei. Ja, sie ist vorbei. Aber kann Andrik jetzt nochmal kontern? Das wird ganz, ganz eng auf den letzten Metern. Magdeburg oder Leipzig, die Leipzig. Und die Bronzemedaille geht nach Leipzig. Sie geht an Johanna Andrik. Finale der Herren im Parallelsprint bei den Finals 2019. Und nun fahren sie dem Start entgegen. Auf der Bahn 1 aus Berlin für den Köpenicker Kanu Sportclub. Ja, kommt! Sein Gegner heißt auf der Bahn 2 Max Lemke für den KC Potsdam. Das ist das Duell um die Bronzemedaille. Beide haben knapp ihr Halbfinale verloren. Aber das müssen sie jetzt wieder abschütteln. Denn jetzt geht es noch einmal um die Medaille. Das war der Start. Jakob Topp gegen Max Lemke. Berlin gegen Potsdam. Jetzt ballern sie die Strecke hoch. Leichter Vorteil für den Potsdamer. Aber Jakob Topp aus Berlin gibt sich nicht. Verloren und konnte dann später nicht mehr angreifen. Er wollte eigentlich ins Finale fahren und hat jetzt ordentlich Wut im Bauch und möchte hier zumindest die Bronzemedaille für sich verbuchen. Aber... Das war der Start. Jakob Topp gegen Max Lemke. Berlin gegen Potsdam. Jetzt ballern sie die Strecke hoch. Leichter Vorteil für den Potsdamer. Aber Jakob Topp aus Berlin gibt sich nicht.
Der Gewinner der Silbermedaille, damit deutscher Vizemeister 2019 für die KGS-Chefin Max Rechschmidt. Und der Sieger. Gewinner der Goldmedaille, damit deutscher Meister im Parallelsprint 2019. Für den KC Potsdam, Roland!